So, wir hatten jetzt gerade eine kleine Pause, weil heute haben wir tatsächlich eigentlich 80 Kilometer angestrebt und dann haben wir gemerkt, ach, läuft doch ganz gut. Machen wir noch ein bisschen mehr. Nächster Campingplatz ist 20 Kilometer weiter. Ja, war natürlich 30 Kilometer weiter und natürlich in dem Moment, wo man sich entschieden hat, wurden die Straßen katastrophal. Richtig schmerzhaft für alles, für Knochen, fürs Gehirn. Man muss sich super konzentrieren, nur Schlaglöcher. Und dann haben wir eine kleine Pause gemacht, Andreas und ich. Das ist Andreas übrigens. Da ist er, entspannt. Und wie das immer ist, ein bisschen Plastikmüll geguckt, ob wir noch was finden und so. Und dann war ich da vorne, hab gedacht, das ist grüner Bauschaum. Und bin da mal hingegangen, hab gedacht, naja, ist ja auch so eine Art Plastik, aber ist egal, den nehme ich mal mit. Und dann war das das hier. Andreas meinte schon, ich sollte den mal küssen, aber ich glaube, da kriege ich nur Herpes.